Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Eternal Darkness. Ja, wir stehen jetzt hier vor diesem Loch, welches klein genug ist oder gerade groß genug ist, dass ein Hund hindurchpassen würde. Und wir haben einen Zauberspruch gelernt, um diese lästigen Trapper zu beschwören, die uns die ganze Zeit versuchen, irgendwo anders hin zu teleportieren, weswegen ich sie versuche abzuschießen. Dann machen wir das mal. Wir beschwören mal einen Trapper, der halt irgendeine Ausrichtung, und hoffen dann mal, dass der da reinläuft. So, da ist er. Trapper in Nahaufnahme. Sonderlich hübsch sind die ja nicht. Und wie man sieht, wir sind tatsächlich in der Lage, den Trapper selbst zu steuern. Das heißt, wir können einen Gegner tatsächlich anvisieren und mit der Angriffstaste wegteleportieren. Und wir können den Trapper aus der Kontrolle entlassen. Und können, die können halt natürlich nicht irgendwelche Items aufnehmen oder so. Aber was wir tun können, ist, wir können hier reingehen. Jetzt lassen die zwei uns in Ruhe. Und was wir jetzt tun können, ist uns einfach hier draufstellen. Und da wir uns jetzt hier draufstellen und das Gewicht auf der Bodenplatte ist, geht jetzt die Tür auf. Und da ist die Manta Rock. Gehen. Gucken wir mal, wie das ist mit dem Wegteleportieren. Kann ich hier die beiden anvisieren und teleportieren? So viel zum Anvisieren. Da war nämlich eben noch ein Stück im, ich weiß nicht, ob es gesehen hat, da war noch ein Stück im Schrune, das ist das Symbol, das wir die ganze Zeit gesehen haben. Ah ja, da haben wir es auch. Das ist der Grund, warum wir da nicht. Wir kommen da sowieso noch hin. Da war eine Stelle mit Fliegengitter. Spinnennetz, so heißt das Ganze. Meine Güte, heute bin ich aber mit Worten. Mit Spinnennetz. Und die ist. Das. Das wollte ich eigentlich mal. Wir laden nach. Wir haben dann zwar vergessen nachzuladen, das hat zum Glück gereicht. Den Finalschlag mache ich nicht mit der Waffe, das verbraucht schließlich auch Munition. Und da sieht man, das hat einiges an Sanity zurückgegeben, weil das halt ein großes Vieh ist. So, dann machen wir dasselbe noch mit dem anderen. Da waren ja zwei drin. Der müsste jetzt noch. Der steht hier noch. Eins. Zwei. Und jetzt kann ich den Finalschlag nur mit der Pistole machen, also nur mit der Fernkampfwaffe machen, weil ich da nicht hinkomme. Nein, kann ich nicht. Ich jetzt hier. Weil er zu weit weg ist, aber ich will die Sanity haben. Ich könnte sie zwar auch magisch heilen, aber ehrlich gesagt, dafür haben wir genug Munition. Mix. Nee, das ist falsch. Ich muss sie erst nehmen. Wichtiger ist mir, die hier aufgeladen zu haben. Nachgeladen zu haben, ihr gesagt. So, einmal die große Wumme nachgeladen. Und dann nehmen wir wieder unsere Waffe in die Hand. So. Und zwar war hier hinten, neben dieser Platte hier, war hier noch ein Spinnennetz. Und da gucken wir mal, was da sich drunter versteckt. So, und das ist die Erklärung zur Rune. Die brauchen wir übrigens nicht. Wir können die Runen auch verwenden, ohne zu wissen, was sie bedeuten. Also ohne die Namen zu kennen. Aber dann steht halt immer Fragezeichen. Also wenn man das Spiel schon gespielt hat und auswendig weiß, was man tun muss, dann läuft das eben so einfacher. Ich will zuordnen das nach oben. Warum? Ziemlich simpel, wenn ich das jetzt spreche, kostet das ein bisschen mehr Energie. So das anderthalbfache würde ich sagen, lädt aber dafür zwei Balken um die gleiche Stärke auf, wie wenn wir es getrennt sprechen würden. Und üblicherweise verlieren wir eh beides, deswegen mag ich eigentlich die Mentorok-Rune, die Mentorok-Ausrichtung am liebsten.
Zumal die Mantarok-Ausrichtung auch zum Beispiel bei Aufhebung oder sowas immer gegen alle drei wirkt. Das heißt, ich muss jetzt einfach nur die Zauber auf Mantarok wirken und es funktioniert einfach. That's it. Lass uns einfach nochmal speichern. Nein, wir können nicht die Finsternis nahe. Ach, wir sind natürlich, hier sind Fallen. Dann gucken wir mal eben hier. Jetzt können wir gerade wieder zurück. Ich stehe hier, kam raus, muss nach links. Das ist in den Bildschirm rein. Also so auf uns zu. Nichts machen. Durch. So. Dann wollen wir nochmal hier weiter gucken. Jetzt dürfte das aber hier. Na, komm. Ach, da bleibt er an den. Ich dachte, das sind so ganz weiche Dings, weil das sind schon mal irgendwelche Wurzeln. Probieren wir es nochmal mit der Platte einfach aus. Schaden tut's nicht. So. Sollte eigentlich wieder hier drunter. Ja, genau, das Ding nicht aktiviert werden. Solange bis die Platte. Ja, genau, solange bis die Platte ihre Wirkung verloren hat. Und das hat sie soeben. Nun ja, egal. Wir hatten gespeichert und haben auch so gut wie nichts verloren. Von daher wurscht. Treppe runter. Nein, wir haben nicht gespeichert. Dann machen wir es halt jetzt hier, wenn wir unten sind. So. So, jetzt. So. Und weiter geht's. Jetzt sind wir wieder auf dem Holzweg. So, die Fackel. Die Platten zu erkennen. Wie gesagt, hier erkennt man die Platten eigentlich recht gut. Hier ist es halt so. Keine Ahnung, hier muss man drüber rennen scheinbar. Keine Ahnung, bin ich zu doof zu. Aber hier, das ist extrem fies. Da nicht drüber zu laufen, ist ganz schwer. Also für mich zumindest. Im Gamepad. Naja. Okay, dann weiter. Das war eigentlich das, was ich meinte, mit dem Sehen hier, mit der Fackel. Das ist halt, man sieht halt hier allgemein nicht viel, wenn man nicht die Fackel anhat. So, dann schauen wir mal. Nee, darum. Das ist einfacher. So. Ich hätte jetzt wahrscheinlich auch wieder die gleiche Sache. Ja, ja, und natürlich bin ich gleich reingerannt, ist ja klar. Glücklicherweise deaktiviert sich das, wenn man einmal drüber gelaufen ist. Irgendwie aktiviere ich jetzt alle Fallen. Naja, was habe ich jetzt getroffen? Ach, okay, ja. Da werden mir kleine spitze Nadeln entgegengeschossen. Ja. So, jetzt tatsächlich, da ist jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich es halt nochmal, ich ordne das nochmal zu, und zwar nach unten, weil das Grüne lohnt sich eigentlich immer mit dem Roten zusammen zu machen. So, einmal rein, Lebensenergie halten. So. Oh, die bleibt an, okay. Das hatte ich falsch in Erinnerung, und ich dachte auch nicht, dass das die waren, aber jetzt komme ich natürlich so problemlos. So, so. Nichts. Jetzt nicht zu schnell, ansonsten werde ich gleich wieder geplättet. So. Durch. So, da ist noch ein Zombie, der irgendwann erwacht. Oder auch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass der noch erwachen wird. So. Bei den Pfeilen weiß ich auch nie, was ich machen soll, wie ich denen ausweichen soll, ehrlich gesagt. Ich denke auch, das kann man eigentlich gar nicht. Da kannst du dann durchlaufen und hoffen, nicht getroffen zu werden. Also, das ist etwas, was ich nicht kapiere. Ach, das ist wieder die blöde Stelle. Oh, ich hab's geschafft. Also ist es kurz, nachdem die zweiten aus sind. Übrigens, wenn man auf so einem der Dinger stehen bleibt... Ach, jetzt bin ich blöd. Wenn man auf einem der Dinger stehen bleibt, dann aktiviert man das immer und immer wieder. Auch doof. So... Aber jetzt verschwindet das Mana, weil es eben ein bisschen mehr kostet als normal. Na, geh durch. So, und jetzt kommen wir hier an. In der Grabkammer Mantaroks, wo wir das Herz von Mantarok finden sollten. Wir erinnern uns, das hat die Tänzerin bekommen in
In Exchange, ja, als Austausch gegen ihr Leben, dass sie es bewachen sollte. Es ist also nicht mehr direkt hier. Hier ist natürlich alles total kaputt. The power of Mantarok is not easily controlled. What makes you think I want to control it? Arrogant man! Kill him! Make sure you succeed this time! The darkness shall prevail. Und da hat Mantarok uns nicht nur beschützt, sondern auch die Tür für uns aufgemacht. Und ich habe eben schnell nochmal einen Schluck getrunken, wenn ihr noch nichts getrunken habt. Beziehungsweise, wenn ihr ein Getränk habt, nehmt doch bitte einen Schluck. Und wenn ihr keins habt, dann holt euch eins und nehmt einen Schluck. Ihr auf YouTube könnt ja wie immer das Video kurz pausieren. Denn hier gehe ich mal davon aus, dass wir jetzt die letzte Endsequenz des Kapitels sehen. Flesh and bone, lest you become like me, a dead, rotted husk. I have waited many centuries for you. It was not easy hiding from the Dark Ones as they searched for me. At first they passed by, not thinking that the heart was inside my dead body. But I was forced to find refuge here. You must seal the heart so it never contacts your flesh, and take it to the Gathering of Light. Take the heart there, or the world shall fall under a reign of eternal darkness. The veil of reality can only be pulled back so far, mortal. Take your stand and fight the darkness! Das war das Kapitel. Ich bin so ein bisschen still. Ich glaube nämlich. Jawohl. Es vergeht Zeit. Die Sterne. Planeten bewegen sich. Und Alex hat gerade aufgehört, das Kapitel zu lesen. Ich dachte jetzt tatsächlich, es kommt noch mal eine kleine Zwischensequenz. Aber wir haben gerade eben den verstorbenen Großvater von Alex gesehen, wie er das Herz von Mantarok bekommen hat, was unser Herr Lindsay ja schließlich in seiner Vision aufgetragen bekommen hat. So, wir wissen jetzt, wo das Herz ist, und dann wollen wir doch mal direkt hingehen und das holen. Mal soll ich die Tür auf. Ach, Mr. Watt, Leute. Vorher speichere ich noch. Und zwar ist es in einem von diesen Zwischengängen hier. Schauen wir mal. Da fliegen die Bücher durch die Gegend. Das ist bitte ein Grund, warum ich die. Ich glaube, es war hier in der Mitte. Jawohl, hier sieht man das Buch hervorstechen: Der Dämon und die Khmer von Edwin H. Lindsay.
Zwischen all den Büchern entdeckt Alex einen Schundroman, verfasst von Dr. Edwin Lindsay. Das Tome of Eternal Darkness gibt an, dass an dieser Stelle hinter diesem Buch etwas Wertvolles versteckt sein muss. Soll Alex hinter dem Buch nachsehen? Ah ja, auf jeden Fall. Und hier sieht man das Herz von Mantarok. Nachdem das Buch hervorgezogen wurde, wird ein Geheimfach sichtbar. In diesem Fach liegt das Herz von Mantarok versiegelt in einem Glasgefäß, um die Welt von seinen zerstörerischen Energien zu schützen. Und natürlich nehmen wir das Herz an uns. So, da wurde das jetzt auch noch die Essenz von Mantarok genannt. Und jetzt ist die Frage, wo es weitergeht. Gucken wir nochmal. Wir haben kein neues Item gekriegt. Wir haben neue Zaubersprüche. Nämlich Aufhebung und Trapper. Wir können also jetzt nicht nur Trapper beschwören, sondern wir können jetzt Kraftfelder aufheben. Dann schauen wir doch mal. Ich nehme an, dass wir jetzt ein Kraftfeld haben, was wir aufheben müssen. Machen wir doch nochmal das Übliche. Wir gucken einmal durch das ganze Haus. Kellertür dürfte noch verschlossen sein. Jawohl. Da leuchtet es auf dem Boden. Nehmen. Revolvermunition. Ich habe ganz schön viel Revolvermunition. Mich beschleicht das Gefühl, dass das eine Halluzination ist. Dass hier so viel Munition liegt. Weil die hätten wir vorher auch gesehen. Wusste ich es doch. Halluzination. Die hatte ich, glaube ich, noch nicht. Schön, schön. Gefällt. Ja, so langsam zehrt das auch an ihren Nerven, das Tome of Eternal Darkness zu lesen. So, gucken wir mal hier nach. Quietscht's. Da hängt eine Leiche. Mach die Augen auf, mach die Augen auf. Jawohl! Die Finsternis naht. Die Augen hätte nur schneller aufmachen sollen, finde ich, so plötzlich und mit so einem Rusch-Effekt oder so. Aber cool, gefällt mir. Ja. Jetzt fängt das Spiel an, interessant zu werden. Wo sich die Halluzinationen mehren. Da waren wir eben. Quark, hoch geht's. Ich glaube, dass wir jetzt das. Ich gehe deswegen mal absichtlich in die andere Richtung. Dass das Kraftfeld an dem Fenster war und wir das jetzt aufmachen können. So, hier war die Kommode, wo wir das Kapitel, was wir eben gelesen haben, gefunden haben. Gucken wir mal hier auf dem Klo. Da war auch kein Kraftfeld, aber nichts Besonderes mehr. Es ist schließlich Zeit vergangen, also es kann auch sein, dass die Welt sich geändert hat. Entschuldigung. Ich renne mal nicht so. Ja, man hört irgendwie so Schritte nachhallen. Das wollte ich mal ausprobieren, ob das. Vom Bug durchs Rennen ist, aber nein, das ist wahrscheinlich auch einfach Halluzination. So, es ist zu dunkel, hier ist die Sicherung rausgesprungen. Da müssen wir wahrscheinlich erst für den Keller kommen. Hier ist die Tür, die versteckt ist. Und hier ist ein grünes Kraftfeld. Grünes Kraftfeld, na, die Farbe interessiert uns jetzt überhaupt nicht mehr. Wir machen einfach Aufhebung auf lila und damit geht alles platt. Und da war gar kein Fenster. Das magische Fenster ist verschwunden. Übrig geblieben ist das Pergament, das nun frei in der Luft schwebt. Es scheint sich um eine Kapitelseite zu handeln. Und selbstverständlich nehmen wir das Kapitel an uns und es hat den Titel Häresie. Tear, heart, 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 heart
food today. I am your master. Your task is to guard the artifact before you. Let no one touch it. Ja, ja, da haben wir wieder ein bisschen Lore mitgekriegt oder Geschichte mitgekriegt, die zu dem künftigen Kapitel gehört. Ich habe mal gezählt, 6 Beine, also keine Spinne. Aber auch kein Kopf, statt dem Kopf nur die Rune. Ich bin sehr neugierig, ob wir hier, wenn wir jetzt den Erkennenspruch machen. Ich gehe aber davon aus, dass wir jetzt nicht sehen. Nö, nix. Da müssen wir was anderes tun, um da reinzukommen. Okay. Das war ja das Zimmer, in das A der Geist von ihrem Großvater, von ihrem Urgroßvater reingegangen ist. Und wir sind jetzt auch zum Geist geworden. Wenn wir zum Geist geworden sind, können wir denn da rein? Nein. Natürlich nicht. Das hört doch gleich wieder auf. Leider werden wir dann nur zurückgesetzt. Das ist immer ein bisschen blöd. Eine einfache Variante, sowas aufhören zu lassen, ist üblicherweise durch eine Tür zu gehen. Ja. Es ist persistent durch die Tür. Interessant. Und jetzt gehen wir durch den Boden. Versinken im Boden. Die Ideen, die sie haben. Wir sind immer noch ein Geist. Und hier schweben Knarren. Den Gang. Das ist unser Urgroßvater, glaube ich, mit der Doppelknarre. Der dann hier hinein verschwindet. Wir sind aber immer noch halb transparent, also immer noch. Es müsste immer noch eine. Nicht Fantasie, Halluzination sein. Ah ja, ja, okay, jetzt sind wir wieder hier voll und ganz da. Also auf geht's Richtung hoch. Lesezimmer. So. Da sind wir auf jeden Fall immer in Sicherheit. So, und ich würde sagen, da ich jetzt eben mal um die Ecke muss, mache ich hier die Schluss für die Aufnahme. Heute nur knapp 20 Minuten. Aber dafür starten wir beim nächsten Mal in ein neues Kapitel. Also, ciao, miau.